Meine sehr verehrten Damen und Herren, Zahlungserfahrungen von Stammkunden, die man selber macht und analysiert, können ein wichtiger Hinweis sein, um Liquiditätsengpässe bei diesen Kunden zu erkennen. Ebenso können externe Zahlungserfahrungspools dazu beitragen. Darüber soll nachfolgend berichtet werden. Warum sind Zahlungserfahrungen in der jetzigen Situation wichtig? Viele Signale deuten ja auf eine Rezession hin. Wir haben stark steigende Energiepreise, die ganze Branchen gefährden. Material- und Bauteileknappheit treiben Preise, reduzieren Umsätze. Es gibt Ansätze einer Lohnpreisspirale. In vielen Bereichen, insbesondere in der Dienstleistung, fehlt das Personal. Und Zinssteigerungen führen ebenfalls zu zurückgehenden Auftragseingängen. Wollen wir die daraus entstehenden Risiken speziell auf der Stammkundenseite gut einschätzen, dann lohnt es sich, das Zahlungsverhalten unserer Kunden stärker in den Blick zu nehmen. Was ist dabei relevant? Grundsätzlich, meine Damen und Herren, ist zu prüfen, ob sich das Zahlungsverhalten der Kunden verändert. Länger genutzte Zahlungsziele sind Hinweise darauf, den Kunden doch ein bisschen genauer in den Fokus zu nehmen. Dieses gilt umso mehr, wenn der Kunde dann auch in Mahnstufen läuft. Hat der Kunde für seine Zahlungen bisher feste Zahlläufe mit entsprechenden Zahlterminen gehabt und verändert sich dieses nun, ist dieses auch von Seiten des Kreditmanagements zu hinterfragen. Besonders relevant sind Situationen, bei denen der Kunde bislang das Konto gezogen hat und nun dieses nicht mehr tut, also zum Nettozahler wird. Dieses lässt aufgrund in der Regel den mit Konto verbundenen hohen Rabattierungen zumindest auf eine schwächere Liquidität bei dem jeweiligen Kunden schließen. Es ist also Vorsicht geboten. Es gibt aber weitere Aspekte. Wenn sich zum Beispiel die mit dem Kunden gemachten Umsätze reduzieren, parallel sich das Zahlungsziel verändert, sollte ebenfalls eine Überprüfung stattfinden. Manche Unternehmen haben auch die Strategie, dann, wenn Zahlungsschwierigkeiten abzusehen sind, sich vorher noch einmal umfassend beim Lieferanten einzudecken. Treten also solche Umsatzsprünge auf, mag das auch ein Anzeichen sein, dass solche ungewöhnlichen Auftragsmuster Hinweise geben können. Schließlich kommt es auch vor, dass das Reklamationsverhalten ausgenutzt wird, um Zahlungsziele zu verlängern. Fällt also hier auf, dass dieses Reklamationen sind, die erstens steigen, zweitens der Reklamationsgrund in der Regel nicht zutreffend ist, mag da auch eine entsprechende Strategie bezüglich des Zahlverhaltens dahinter stecken. In solchen Situationen kann es auch vorteilhaft sein, das Zahlverhalten der Kunden bei anderen Unternehmen in den Blick zu nehmen. In diesem Fall helfen externe Zahlungserfahrungspools, an denen man sich beteiligt. Effizient, meine Damen und Herren, geht das in der Regel nur mit guten IT-gestützten integrierten Lösungen. Denn beim eigenen Unternehmen, wo man doch A-Lieferant für einen Kunden ist, noch gut bezahlt wird, stellt man über solch einen Pool vielleicht fest, dass bei anderen Unternehmen die Zahldauer schon wesentlich länger dauert. Und dieses mag ein weiteres Warnsignal sein, dass man sich einen solchen Kunden doch einmal genauer anschaut. Ebenso könnte man ja auch umgekehrt feststellen, dass man selber unter Zahlungsverzügen des Kunden leidet, wohingegen bei anderen noch angemessen gezahlt wird.
Realistischerweise wird man bei einem größeren Kundenstamm all diese Analysen nur mit angemessener IT-Unterstützung durchführen können. Die IT-Unterstützung muss dann im Sinne von Information by Exception auf entsprechende Besonderheiten hinweisen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Einschätzung Ihrer Risiken im Kreditmanagement.